Guten Tag, Freunde, und herzlich willkommen zu Minecraft Week. Das ist ein Format von Basti, was die ganze Woche auf Twitch stattfindet, jeden Tag von 18 bis 20 Uhr. Gestern war die erste Ausgabe davon und es wird jetzt jeden Tag so weitergehen. Und es wird auch jeden Tag ein Video dazu kommen. Also lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Projekt gefällt. Und checkt das Ganze auch im Livestream ab, um nichts zu verpassen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt ist eure Chance, das zu tun. Viel Spaß mit dem Video. Also, für alle Leute, die keine Ahnung haben, was Minecraft Week generell ist, das ist ein Format von Basti zu seinem 5-jährigen Dauerstream-Jubiläum. Also er streamt seit 5 Jahren jetzt jeden Tag und macht ein einwöchiges Minecraft-Format. Wir sind 8 Leute, hier sind die Teilnehmer, Team 1 und Team 2. Ich team mit Fabo, Danny und Karl. Und er teamt mit Stegi, No Risk und Veto. Und wir werden praktisch jeden Tag verschiedene Kategorien machen. Und zwar 2 Stunden am Tag im Stream. Und dann wird man dadurch Punkte sammeln. Es geht um 10.000 Euro, zur Verfügung gestellt vom Sponsor von Republic of Gamers. Ja, heute lernen wir die ersten beiden Modi kennen. Und da die heutigen Modi. Schaut hier die heutigen Modi. Look at this. Item Race. Folgende Items müssen gesammelt werden und am Spawn abgegeben werden. Eye of Ender, Spruce Log, Snowblock. Jedes Item bringt einen Punkt. Das Team, welches zum Ende des Events mehr Points erreicht, gewinnt das Spiel und erhält den Effizienzpunkt. Um eine Stufe freizuschalten, muss von der vorherigen Stufe eine bestimmte Anzahl gesammelt werden. Du kannst jedoch weiterhin Items für vorherige Stufen sammeln. Okay, das heißt, ich gehe eine gewisse Anzahl an Eye of Ender reintun, danach eine gewisse Anzahl von Spruce Log und danach eine gewisse Anzahl von Snowblocks. Und Master Builders, erschaffe ein Bauwerk zum folgenden Thema: Filmszene. Bei den Koordinaten x minus 624 und z 208 befindet sich eine 3x2 Chunk große Baufläche, ca. 500 Blöcke vom Spawn entfernt. Alle Bauitems müssen Survival erfarmt werden. Die Koordinaten zum Gebiet werden im Scoreboard angezeigt. Nach 2 Stunden zum Abschluss des Events wird Felix alias Rotpilz als Jury den Server betreten und die Bauwerke bewerten. Der PvP-Modus ist der einzige Modus, der zu Eventbeginn öffentlich ist. Gespielt wird nämlich Cores. Die Teams treten auf einer fliegenden Map im Vorwärts vor gegeneinander an. Jedes Team besitzt 3 Cores, die verteidigt werden müssen. Es gewinnt das Team, welches die gegnerischen Cores durch Abbauen der Beacon-Blöcke als erstes zerstört hat. Das Ding ist, ich würde halt für irgendeinen Film gehen, wo man halt die Szene so detailgetreu wie möglich nachbauen kann. Das Ding ist, wir könnten das Haus von oben bauen. Was für ein Haus? Das, was fliegt, du Trottel. Oben? Stimmt! Fabo, kennst du nicht oben den Film mit dem Opa, der fliegt? In diesem Haus? Dieses fliegende Haus? Oben? Ja. Oben. Der mit dem Drache. Nein! Was? Für jedes Item, was wir sammeln, kriegen wir einen Punkt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 100 Eye of Ender sammeln, kriegen wir 100 Punkte. Genau. Aber die Punkte für Spruce Log können wir erst bekommen, wenn wir eine gewisse Anzahl von Eye of Ender gesammelt haben, richtig? Genau. Und dasselbe gilt dann auch für Snowblock. Also da brauchen wir dann x Spruce Logs, damit wir Snowblock sammeln dürfen. Genau. Das ist halt so nach Freischalten. Aber wir können auch 105 Eye of Ender sammeln, oder? Ihr könnt jedes gibt einen Punkt mehr. Jedes Item bringt einen Punkt. Also, aber nicht die Anzahl an Items, sondern nur, wenn du einmal das Item hast. Wenn du es einmal hast, dann ist vorbei. Oder 100 Schneeblöcke bringen 100 Punkte. 100 Eye of Enders bringen 100 Punkte. Aber Schneeblock und Holz 100, ist ja einfacher zu bekommen. Aber damit ihr das erstmal überhaupt geltend machen könnt, müsst ihr erstmal die bestimmte Anzahl Eye of Enders ranholen. Ja, genau. Das wissen wir nicht. Das seht ihr um 18 Uhr dann erst. Ja, das sehen wir um 18 Uhr. Was verwenden wir für Gelb und Grün, ist die Frage. Was hat denn eine Textur? Wolle? Wird blöd aussehen. Endstein wäre halt am besten eigentlich. Endstone für Gelb? Endstein. Ja, true. Ja, aber müssen erstmal hinkommen. Ich überlege, ob wir einfach. Gibt es irgendeinen Block, der so grünlich ist, dass der da passen würde? Ja, aber wollen wir das Terrakotta bauen? Weil Terrakotta-Farmen ist auch wieder Arsch. Das ist einfach aus Holz machen und vielleicht drauf pfeifen auf diese eine Farbe. Ich bin überlegen, was können wir verwenden, Chat? Was? Veni? Unser Server? Ja, ja. Alles gut. Jungs, ich komme zum Portal! Schieß daneben, du Depp. Ich wurde weggeschubst. Ich kann nicht ran. Ah, jetzt, ja, jetzt geht's. Okay, wir brauchen 10 Eye of Ender. Warum ist Trimax hier? Wir müssen erstmal auf gar keinen Fall sterben. Wieso dürfen wir? Achso, ja, stimmt, wir dürfen nicht sterben. Wenn wir sterben, verlieren wir Zeit, ne? Ja, irgendwie 5 Minuten oder so. Ja, ja, warum Schafe nicht töten? Ja, weil wir die Wolle brauchen für Spawn. Machst du das direkt Portal, ja, oder? Ja. Okay. You good, Danny? Genau, wenn ich jetzt schon Blöcke crafte, die man nachher craften muss, werden die dann dazu gecountet oder musst du nochmal extra neu craften? Ja, es gibt eine Kiste, wo du die reinlegst. Darum geht's. Also du kannst jetzt rein, theoretisch kannst du jetzt 5000 Spruce Logs farmen. Dann sobald wir die 10 Eier auf Ende haben, kannst du die reinballern und BAM! Wenn wir sterben, verlieren wir 15 Minuten oder so, glaube ich. Immer noch kein Warped Forest, by the way? Nee. Zweiten Crimson Borg, dude. Ich werde noch eine Chestplate, dann komme ich in Nethermal. Wir haben jetzt 20 Eye of Ender. Angenommen, wir haben jetzt. Dierschaufeln machen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Dierschaufeln für die Schneeblöcke dann, wenn wir die Golem-Farm haben. Wie viel Crimson Wood werde ich brauchen? Ein Stack Locks sollte reichen eigentlich, oder? Angenommen, wir haben jetzt 20 Augen auf Ender. Haben wir dann Augen 2 Punkte davon bekommen? Nein. 20 Punkte. Dann haben wir 20 Punkte. Aber die werden wir nicht holen. Wir werden keine 20 holen, ja. Aber warum brauchen wir dann für den ersten Punkt 10 Stück? Damit wir die nächste Stufe freischalten, damit wir Spruce Lock farmen können und auch Punkte kriegen. Wenn wir weniger als 10 Eye of Ender haben, dann kriegen wir für Spruce Lock und Snowblocks keine Punkte. Das ist immer noch nicht verstanden, oder? Tatsächlich schon. Ich kann den Hockling nicht schlagen, weil er auf Souls entsteht. Ich schwöre, es ist so retarded. Die Bastionen sind gar nicht mehr so easy, ne? Seit diesen Brutes. Ja. True. So, ich glaube, ich habe jetzt die ganzen Knochenblöcke. Ich gehe jetzt wieder raus, glaube ich. Ich riskiere es mal lieber nicht, Fabo. Wenn du noch einen Warp Forest findest, sag Bescheid, okay? Beziehungsweise nimm einfach einen Stack Logs mit oder so. Ein Stack wird reichen. Fabo, hast du ein Feuerzeug mit? Ja. Okay, kann sein, dass das Portal aus ist. Ich bin jetzt da, wo gebaut werden muss, by the way. Ich weiß nicht, wie das mit dem Magenta-Glas aussieht. Ich probiere das nochmal. Ich glaube, es ist okay. Es ist schon relativ originalgetreu, I guess. Du hast kein Warped Forest jetzt, ne?
Nee. Fork, Dude. Item Race Abgabe, ne? Ja, genau, einfach reinschmeißen. Wie ist es genau, Vini, mit dem, warum Pisten? Wie kann man den nicht einfach einbauen? Wo war das Dorf? Nein, wenn du mit dem, du baust den im Glas ein, sodass der einen Block hat, wo drauf er steht. Und die Ecken bleiben frei. Okay. Und dann drückst du den mit dem Pisten einen Block bei den Füßen raus, damit er auf die Seite rutscht von dieser Diagonalen. Und dann spawnt außerhalb von dieser Glasbox, wo er eingesperrt ist, die ganze Zeit Schnee am Boden. Ja, dann stelle ich unter ihm einfach. Junge, bist du dumm, Fabo? Ich hab doch gefragt, was in jedem Biom geht. Ja, du baust einfach ein Dach drüber, Mann! Bist du dumm? Ach so, okay, jetzt, ja. Sorry, wegen Kraft, es tut mir leid. Ich höre, ich raste. Was mache ich, wenn ich kann. Ich krieg keine Warp-Planks, ne? Wird nicht möglich sein, oder? Ich denke nicht, oder? Ich hab jetzt halt nur noch eine Stunde und ich bräuchte halt die Planks eigentlich. Mann, ich brauch Warp-Planks, das ist so scheiße. Also laut Chat. Geht es gar nicht ohne ja, 100, Planks? Also 200 ungefähr. Nein, das ist schwierig halt. Ich bräuchte wirklich Warp-Planks, wirklich. Ey, was sind diese viereckigen Kästen? V, bist du besoffen? What the fuck? Ja, was ist es denn sonst? Was denn? Was für viereckige Kästen? Ich hab keine Ahnung, was du laberst. Ich hab legit keine Ahnung, was du laberst. Actually, jemand macht gerade einen guten Call. Fabo, kannst du in den Nether gehen für mich? Im Crimson Forest gibt's die blauen Pilze. Wenn du die abbaust, kann ich mit Knochenmehl selber welche wachsen lassen. Oh. Nein, das geht nicht. Nein. Ich brauch den Netherrack dafür, wo das drauf wachsen kann. Ich kann das nicht einfach so anpflanzen. Das ist Fail-Call. Nice try, aber Chat, danke. Ja, genau, ich brauche blaues Holz. Ich brauche die Warped Planks einfach. Wir brauchen irgendwas Türkises oder was Blaues oder so, weil das in dem Haushalt vorkommt. Wir können jetzt die Snowblocks schon machen, ne? Das haben wir alle schon erledigt, oder? Ja, machen wir schon die ganze Zeit. Okay. Die macht die ganze Zeit. Dann farm ich jetzt weiter in All Day Long Schneebälle und ihr bildet. Ich bilde. Ja, ich hole das Holz für wenig. Ich hole Tiers. Als ob du echt kein Warped Forest findest, das ist so sad. Hat irgendwer von euch Cobblestone? Ja, sehr viel. Ich bräuchte Cobblestone, wenn du es mir vorbeibringen kannst. Bei dem Building. Okay, Jungs, ja, wir haben ein Problem. Der Schneemann ist gestorben. Wegen Regen, oder? Bei mir hat einer im Chat reingespammt, ich muss die Timer haben reingetappt. Schneemann geht, jetzt Schneemann tot. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Soll ich dann einfach hier in der Nähe einen Kürbis suchen, falls es irgendwas gibt? Kannst du machen, ist ja. Wäre das halt schon super wichtig jetzt. Junge, f*** mich ab, du Idiotenphantom. Hallo? Vini, was sind die Chords? Stehen im Scoreboard! Soll ich Endermans noch killen? Ja, immer im Boot setzen, aber im Boot setzen denn nicht. Nee. Doch, dann kill die nicht. Nein, das ist, nicht. Danny, Alter, bitte bau einfach ein Boot, Mann. Wenn einem Enderman stirbt, liebe ich das Projekt. Das ist big mit den Warp Planks jetzt. Das wird viel besser aussehen damit. Probier auch mal, ob du anpflanzen kannst, ne? Ja, ich glaube, es reicht, was ich habe. 30 Minuten noch. Wie, ist schon eine gute Idee, noch das Blaze und so zu holen, ne? Ja, oder du hilfst mir beim Bauen. Uns von beiden halt. Dann müssen wir jetzt aber jeden Tag bauen? Nee, ne? Nee. Doch, jeden Tag ist unterschiedlich. Nein, es ist nicht. Also doch, es wird jetzt jeden Tag unterschiedliche Aufgaben kommen. Von Effizienz bis zu Kreativität. Also ja, zwei Sachen, aber das heißt nicht jeden Tag bauen und nicht jeden Tag Item Race. Ja, genau. Ja, also sag doch nicht ja. Danny, Mann, ey. Karl, ich nehme mir deine Deer-Spitzhacke raus, ne? Ja. Ich habe keine Spitzhacke und ja. Ey, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das fertig zu bauen, ne? Ich sag's nur schon mal. Achso, hast du davon ein Bild? Ja, ja, aber keine Ahnung, also es ist halt viel bauen. Nice, Fabo. Ich bin gleich tot. Actually, bist du gleich tot? Ja. Ja, Fabo, dann pass auf, ne? Weil wir müssen wahrscheinlich dann noch Sachen abgeben vorbei. Das ist nicht so geil jetzt. Ich brauche Hilfe beim Bauen, ich schaff das nicht zeitlich. Karl, willst du dir helfen gehen? Ich kann nicht bauen, ich bin da, ich bin... Nee, baut ihr Schnee, macht ihr Schnee. Ich kann ja, das macht Schnee. Okay, dann mach du. Das nicht bauen sollen zuerst. So viel Glas gewastet, das war so bad, weil ich mich verschaut habe beim Bauen. Ey, das Spawn-Rating hier ist aber auch krass. Hier sind gerade 10 Spinnen gespawnt, Retalk, no cap. Ja, es ist halt Spigot. Genau dasselbe, wo sich Basti in seinen Challenges immer drüber ab, wenn du Blazes farmt. Du musst den Ballon bauen. Es ist in irgendeinem von den Dings, in irgendeinem von den Kisten bei dir und den Öfen, es sind Bricks drin. Und damit kannst du den Schornstein bauen. Und vom Schornstein weg kommt dann halt der Ballon. Wolle ist auch unten und ganz viel Zeug zum Färben. Ich würde einfach rote und gelbe Wolle vorrangig verwenden, I guess. Der kommt hier hin, ne? Soll ich den 3x3 machen oder ist oder so 2x2? Hast du genug Bricks dafür? Ich glaube, 2x2 wird reichen schon. Wir haben nur noch 15 Minuten, das wird Monka Ace, Alter. Alleine bauen ist unmöglich. Nächstes Mal, falls wir es nochmal bekommen. Ja. Also ich habe alle Ressourcen halt gefarmt, außer den Warped Logs und das reicht halt nie. Es geht erstmal darum, dass es passt und nicht, dass es schön ist, ne? Das ist mal das Erste. Weil wer weiß, ob die ihr das überhaupt fertig bekommen, ne? Du vergisst, die haben Karl, Die haben Stegi, Norman. Die beide alle, sind alle recht schnell im Ballon. Aber wir brauchen Real Talk unbedingt den Ballon. Danach passt es, glaube ich, actually. Das sieht schon recht cool aus, glaube ich. Ja, dafür brauche ich halt Holz auch. Also ich will den Kamin halt, dass der Rauch. Ich glaube, das ist schon viel ausmacht. Ja, nein, der Kamin kann ja nicht an sein, Kollege, wenn da ein Ballon dranhängt. Hä? Die platzen, du Idiot. Ich hab kein Bild von dem. Hä, denk doch mal logisch nach, wie soll denn Rauch aus dem Kamin rauskommen, wenn da die Ballons raushängen? Ich hab den Schneemann wieder gekillt. Bau schnell einen neuen, schnell, wie schnell. Die bauen auch die ganze Zeit mit zwei Leuten ab. Da zählt wirklich jeder Schneeblock. Wie würdest du den Ballon bauen? Ich hab keine Ahnung, wie soll man das bauen? Iron Gates nach oben aus dem Kamin raus. Und einfach guck mal, dann Wallblöcke. Ich habe auch ein Lead, deswegen habe ich da. Wie würdest du das. Ja, wir können jetzt kein Tier holen, wir haben 9 Minuten Zeit. Wo lebst denn du? Hast du Eisen? In der Kiste, glaube ich, aber nicht viel. Sonst machst du mit Fences. Auch egal. Aber das sind ja eigentlich einzelne Ballons, ne? Ja, aber ist egal.
Wir haben keine Zeit. Weil einfach so viele Blöcke wie möglich da oben drauf von den Woldingern. Das sieht aber nice aus, wenn das mehr wäre. Ja, wir haben, ich habe jetzt noch gefühlt 20 Blöcke. Ich muss zumachen oben. Ja, mach mit Cobblestone einfach. Wir haben genug Cobble. Mach Cobblestone einfach. Mach die Wolle nur außen. Ja, von innen ist er eh hohl. Okay. Ja, ich hatte voll viel Wolle hier drin. Hast du das alles schon genommen? Ponys, ja. die anderen können jetzt gar nicht mehr spielen, aber wir schon, weil die jetzt zweimal gestorben sind. Wir haben dann farmt jetzt noch Vorteil. Richtig viel Schnee und am Ende auch wiege ich alles rein. Ja, safe. Ich mach Boden rein ins Haus. Mhm. Ist von außen schon fertig, ja, ne? Noch nicht ganz, hinten fehlt Dach. Junge, Phantom ist echt schlechtes Timing jetzt. 2 Minuten noch. Stairs eins hoch. Ich brauche noch mehr Smoothstone. Ich hoffe, ich habe noch genug. Kalabon abgeben, hast du gesagt? Warte, ich crafte jetzt. Okay, ich baue noch Ventischen ab und crafte auch gleich. Aber hast du noch, kannst du noch Glass Paints machen? Lila, Magenta Stain einfach? Junge, diese f***ing Phantoms! Oh mein Gott, Alter, hör! Ja, die gehen mir auch um, sag ich. Hast du es, Fabo? Liegt bei mir hinten. Ja, okay. Das ist Magenta, ist was, oder? Ja, ja. Mach einfach zu damit. Ich schau, diese Phantoms sind der größte ab aller Zeiten einfach. Okay. Oh! Und, oh. Oh mein Gott. Punktlandung. Oh mein Gott, holy shit. Was war das jetzt, Alter? Oh mein Gott. Oh. Hi. Moin. Na Jungs, wie war's? Hat's euch Spaß gemacht? Denn jetzt nicht Essen bestellt währenddessen. Wir haben keinen Kürbis gefunden. Hä? Haben wir dieselbe Map gehabt? Ja, wir haben selbst die Trollen. Wie fandet ihr die Aufgaben? Ja, gut. Okay, danke. Ein bisschen Begeisterung. Und Basti, kannst du Danny nächstes Mal was zu essen bestellen, damit er nicht während dem Run Essen bestellen muss? Weißt du halt actually, was er gemacht hat? Er tappt raus zum Essen bestellen, tappt wieder rein und bringt den Golem um. Also den Schneemann. Nein, hä? Ich musste jemanden timeouten. Und bestellt habe ich über Handy. Du hast zweimal den Schneemann umgebracht auf jeden Fall. Wann geht jetzt Rotpilz auf den Server und guckt sich die Dinger an? Innerhalb, bis zur nächsten Session auf jeden Fall. Also wahrscheinlich vielleicht heute noch. Nimmt er das auf? Streamt er das oder sowas? Weil ich würde das gerne sehen. Er macht sich Notizen und wir machen das dann als Präsentation so richtig. Also er wird dann schon, er wird uns halt jeweils halt sagen, also wir sehen dann beides nochmal als Bilder, was gebaut wurde. Mhm. Und dann sagt er dazu, was er pro konnte. Also das macht er schon. Also ah ja, okay, cool. Aber was meine eigentliche Frage war, unser Gebäude steht jetzt dann, also was wir gebaut haben oder Dinge auch immer auf diesem Chunk, das steht er dann dort. Falls wir nochmal bauen müssen, kriegen wir dann so einen neuen Chunk oder? Wir hatten jetzt gerade ja 32x32 Fläche zum Bauen. Mhm. Und die wird ja nicht resettet. Sind immer wieder neue Gebiete. Also okay, alles klar. Also ich höre auf jeden Fall raus, ja, weil das Essen kommt gleich.